Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Olli? 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 Olli, alles gut? Hast du Anfall? Also. Tap, tap, tap. Er ist ja gerade am Masturbieren. Nicht, dass das wären hier seriöse Runden. Seriöse Runden? Du weißt aber, mit wem du spielst, ne? Ja, du spielst Marsch. Ich verdient, aber ja, einfach mit Bait. Chris? Wer da gerade so gelaufen? Ich hab auch Chris im Kopf, aber... Ja, normalerweise habe ich da auch so Chris im Kopf, aber ich habe keine Ahnung, wie Chris mit was machst du denn? Das ist das zweite Mal? Sag schnell, du bist Sheriff. also ich habe gerade mein Download in Records gefinisht, gehe aus der Taskforce, sehe Chris nach rechts laufen, dann fällt irgendwas um und Chris nach links an mir vorbeilaufen und Annika kommt von unten. Hä? Also, ja, ich kam von unten, habe nur die Leiche umfallen sehen und dachte, schnell hinterher, kann ich, also muss ja jetzt sein. Darauf ja. Wird schon gewotet. Alles klar. Ich hab grad Theo auf dem Arm und der hat gerade original den Kill-Button gedrückt, als ich an ihr vorbei bin. Oh, ich bin jetzt schon sympathisch. Geil, genau die Schlucke. Es ist gut, dein ist so Kind gut. Mag mich. Direkt gut erzogen. Ey, ja, und ich mega. Weiß, Sophie, ich würde auch passen, wenn du dabei zu Besuch bist, dann schlecht dir nicht ab. Ohne Scheiß, Sophie Szene putzen meinte, nimm mal den Kleinen kurz. Ich so, oh nee, ich bin ein Imposter. 10 Sekunden sind runter, ich denke so, oh guck mal, Marschi kommt mir hier und Theo kneift mir so in die Hand, ja. Und dann drücke ich auf Kill. Ah, oh, das ist gut. Fein, Hannibal, fein. Ja, sorry, Anni war's. Ich find's gut, dass auch die Votes schon alle vorher waren, so keiner das gejuckt war einfach. Rein da. Tschüss, Chris. Er kann sich jetzt ums Kind kümmern. Wir haben was Gutes getan. Mein Kind hat was Gutes getan. Den hau ich nächste Runde aus dem Voice raus, wenn er irgendwas zu sagen hat. Das geht am besten, ey. Da kann er seine Geschichten erzählen, da wird er gebotet. Oh je, das ist schon so weit gekommen, dass Babys mich sogar schon umbringen. Chris hat nicht mal Bock, mich mehr zu umzubringen. Oh je. Ich frage, ob Annika auch einen ist. Oder nicht, aber. Oh. Hä? Tiri? Das war. Du kommst rein, ich lauf nach oben. Leiche! Ja, ich hab einen Leopard-Button kurz gehabt. Das war so, du kommst. Du siehst aus, als würdest du casual die Records-Task machen. Ich komme rein und sehe. Report. Hä? Ja, ich war auch casual. Okay, einfach ja. Und wo ist dann die Leiche laufen. Und warum ist sie tot? Also, die Leiche ist ober. Also, so da oben bei den Records, so oben in der Ecke. Und keine Ahnung. Komisch, dass ich den Report-Button hatte, als ich links reingekommen bin. Ja, ist auch sehr interessant. Und oben ist die Leiche. Und du gehst hin und findest sie dann erst, wenn du schon vorher im Raum warst. Ja, yeah, ich hab unten weggepackt. Und bin dann hochgelaufen und einmal Leiche und unten hatte ich keinen Report-Button. Schwierig. I don't know. Ich hab keinen Pass gemacht. Vielleicht hab ich auch eine Akte aufgemacht und eine Leiche ist rausgekommen. Was? Schrei nicht so ins Mikro, Alter. Na, wie viele Votes kriege ich denn? Mal schauen. Wen voten also wir denn? Genug. Wen voten wir denn? Skip! Ich werde Skippen! War Shapeshifter. Ich vote einen Typ namens Skip. Doch, ich hab das Single! Halleluja! Ich dachte gerade, dass ich keine Votes hab.
Ehrenmann an der. Also nur mal ganz kurz, während jetzt Marschi gewesen ist, der so sass gewesen wäre, wäre der sofort rausgeflogen. Ja. Die Frau kennt mich. Gut, dass ich schon vor deinem Baby umgebracht wurde. Ja, kein Plan. Hat Tiere den Kill gemacht? I don't know. Der hat nur noch zwei. Schnelle Kills ist eigentlich der Play. Naja. Shania hat Chillaxo umgebracht. Nein. Nee, das stimmt nicht. Nicht vor Chillaxo. Meinen Augen. Es war so geil, ich war in der. Das stimmt in der, nicht. In der Kabeltask. Das stimmt nicht. Oh, wie man das sehe den Vent, Shani hört. Sehe den Vent klappen und denke so: Oh, Scheiße, da ist gerade einer weggewentet. Gucke noch runter aufs Viewing Deck und da spritzt gerade Blut aus Chillaxo raus und Shani steht da. Ich hab sie erschossen, ich bin Sheriff. Ah ja. Okay, dann warst du es natürlich nicht. Ich hab mich überzeugt. Sehr leid. Das war die richtig. Geschichte zum auch Button. Gut. Zack zum Button. Kiri, versuchst du noch wen zu guessen? Kiri, du kannst einfach deinen Imposter-Kollegen voten und gut ist. Oder dich selber, ist auch okay. Ich versuche mal unter den ganzen weißen Namen einen roten zu finden. Ah, ich finde keinen. Das ist doof. Keine Ahnung. Ich glaube, Dinah und Shani sind es. Hauptsache jemand wurde Trixie. Ja, wahrscheinlich Shani. Schnell die doofe Task machen. Schaffen wir vielleicht mal wieder noch eine kleine Task. Ein Imposter ist halt schon schwierig. Man kann wirklich erstmal rauskommen, wenn sich für den Bühnen. Ach, stimmt, vor dem Vidox eigentlich raus. Der lebt noch. Ich hätte gar nichts gesagt, ist der schon tot? No dead bodies found. Wer wurde aufgefressen? Annika? Ja, keiner. Aber wir wurden doch Tiri raus, oder nicht? Sind wir... Oh, da ist ja jemand Kinder. Oh, wie schön. Ich habe aber keine Lust, sagen, ein Annika. Ich kann nicht von mir, ne? Was ist, Keksi? Ich habe keine Lust, Tiri rauszuvoten. Danke! Okay. Ein Button wird gevotet. Okay, Keksi. Keksi, dann such dir jemand anders aus. Hab ich ja schon. Ich kann dir sagen, ich bin Crewmate, weil ich habe dieses scheiß Tresor-Ding da öffnen Task und ich. Hä, aber Carol drin. Hat doch dich gesehen, wie du bei der Leiche warst, oder nicht? Sie hat gesehen, wie ich durch einen Raum gelaufen bin, gleichzeitig mit ihr die Leiche gesehen habe und ich habe diese Leiche reportet, das hat sie gesehen. Okay, also drücken wir gleich nochmal den Button, wo Carol auf. Kiri, lass dir ruhig, steht 8 zu 1 gegen dich, also, na, gesagt, warte doch kurz, ich hab meine Katze auf dem Arm. Mein Kater ist ein Arschloch und ist draußen. Aber was macht denn? Putzen. Ah je. Dass jetzt so zu Ende gegangen wäre, wäre witzig, aber. Oh. Fertig, Annika ist stolz auf mich. Monster, Keks. Trixie ist raus für den Kill. GGX. Carol selber einfach, oder? Kommt das aus? Hä?
Hi. Ich hatte Angst. Das war ein Panikknopf. Das war ein Panikknopf, okay? Na, wir müssen voten. Ich weiß. Okay. Hä? Wovor hattest du Angst, Keksi? Ich hatte Angst vor Annika. Wo ist denn Wieso? Weil ich dich gewotet habe. Ja, deswegen will ich dich nur dabei. Wo war Annika? Ich bin in Diamantenputzen. Vault? Nein, du bist hinter mir. Nee, ihr seid, nein. Die haben, also, Annika ist gerade wirklich am Diamanten vorbeigelaufen. Das habe ich gesehen. Also, hä? Habt ihr euch nicht Keksi, was 30 Sekunden du? Gejagt oder so? Annika, nein. War in Legit gerade an der Leiter, wo es nach oben geht. Nein, nein, nein. Könnt ihr alle mal ganz kurz schweigen? Eis, was ist denn eigentlich mit dir? Du redest überhaupt nicht. Ich hab nichts zu sagen. Ja, aber das kommt mir komisch vor, bin ich ehrlich. Wir wollten jetzt einfach random immer irgendwen raus. In der Hoffnung, ja, wir können aber jetzt gleich, ich hab gerade den letzten Button verschwendet. Aber ich bin nicht an der Tür, Keksi, und an der Leiter, und ich bin dir auch nicht hinterhergelaufen. Wir sind nur dann ist es wahrscheinlich, dann ist es wahrscheinlich jemand, der sich für dich gemorpht hat. Ich bin doch bei dir. Gerade an Cams. Theoretisch hat das vielleicht jemand gesehen. Ich hab aber ich bin zu Vault rein. Deswegen, es kann sein, dass beide recht haben, dass Annika war an der Leiter, Keksi ist die Leiter hoch und Annika ist dann in Vault rein. Das kann beides. Nein, Keksi, ich bin mit dir von unten gekommen. Das stimmt. Ja. Das habe ich ja auch gesehen. Und aber eben als Keksi die Leiter hoch ist, kannst du doch nach Vault gelaufen sein. Du bist gerade da. Nein, wir sind hochgelaufen und Keksi ist zum Leiter Gap Room Dings und ich bin zu Vault. Ich bin da nicht mit rübergegangen. Definitiv nicht. Ich habe aber eine Annika an der Leiter. Gut, die das Annika war jedenfalls nicht Eis. Ha. Der steht nämlich gerade an der Engine. Also wähle ich jetzt Carol. Nee. Doch. Danke für dein Wort, David. Ich liebe euch alle. Sorry, Carol. GJX. Die würde sowas machen. Müssen wir nur finden. Annika ist noch nicht mit den Tasks fertig. Annika? Du bist es doch. Du bist es doch. Du bist einfach scheiße langsam. Das kann natürlich auch sein. Ich hätte jetzt eigentlich auf GJX getippt, aber... Junge, da haben wir auch schon mal schneller. Passiert nichts. Ist jemand tot? Nein. Es ist wirklich sie. So. Also. Der liegt bei den Toiletten und ich glaube auch schon ein bisschen länger, weil ich war am, wo man so sehen kann, wer wo ist, ne? Okay. Links da. Ja, genau. Und bin dann untenrum über Kitchen und Electrical und so weiter da hoch und mir ist nur Keksi entgegengekommen und halt da war die ganze Zeit ein Punkt, ne, als ich geguckt hatte. Bei den Toiletten. Deswegen dachte ich halt, dass eventuell da eine Leiche liegt. Und dann bin ich halt dahin und ja. Nee, du warst hier hinten. Okay. Cockpit. Wer hat Licht angemacht? Ja, kann auch sein, ja, Cockpit. Ich habe Licht angemacht.
Wo? Die kann... Ich habe Licht angemacht in Cargo Bay. Ich habe eine Frage. Kann jeder kurz sagen, wo er ungefähr so vor jetzt gerade ist oder so vor 2 Sekunden war? Ja, ich war Cargo Bay. Sie war auch klingst du, als wärst du kurz vorm Sterben. Ja, weil ich dachte, und kurz vorm Sterben bin. Nein, aber... Main Hall. Also entweder ist Gixi kurz vorm Sterben im Gehirn oder wirklich. Vielleicht sollte ich gleich weiter erörtern. Ja, also ich bin da beim Viewing Deck links unten. Das stimmt, Trixie ist raus. Also ich bin in den Electrical. Ich war Cargo Bay und bin jetzt halt, wie gesagt, bei den Toiletten. Ja, du bist... Ja, und du warst davor auch Electrical, oder? Ja, da bin ich auch Keksi gecrossed. Genau, ja, genau. Ja, da sind wir uns gecrossed und da habe ich auch Monster gesehen und ich bin die Treppe hoch. Genau. Hä? Okay, das ist super, super weird, weil ich hätte jetzt mich widersprochen und gesagt, das kann nicht sein, weil ich, glaube ich, keinen Punkt in Toiletten gesehen hatte ewig. Aber trotzdem, alle anderen und jetzt gerade halt 2 Punkte in den Toiletten sind und ich deswegen halt sagen würde, das ist Self-Report oder so. Aber alle anderen Punkte stimmen halt auch. So bist du's. Also definitiv war ein Punkt die ganze Zeit in den Toiletten. Die ganze Zeit. Also was heißt die ganze Zeit? Ja, aber auf jeden Fall schon total Terrier, lange. Wo ist dein Terrier hin, Gixi? Den habe ich ja, nicht. Ja, ich das nicht verstehe. Das macht keinen Sinn. Ist doch erklärt. Also ich habe immer noch Annika-Vibes. Aber... Also kann immer noch gut ein Self-Report sein, aber dann verstehe ich die Punkte nicht. Oder ich habe mich verzählt. Schon gut gemacht, ne? Das ist hier. Aber also ich würde die Task nicht machen. Das ist gerade spannend. Also, ne? Also. Ich hab's jetzt wieder verloren, wird wahrscheinlich wieder. Die musste gehen, die Alte. Die musste sterben. Hm. Cam's hat doch an. Das ist ja doof, wenn natürlich Kixi, Baby. Jetzt sind's aus. Also verdient hätte es auf jeden Fall, das Ding hier zu holen. Ich weiß, ob ich sie nee, da. Sie haben mir gekillt. Nee, GGX. Ja, ich netze sie weg. Ja, richtig. Richtige Entscheidung, Annika. Ah! Okay, ich möchte jetzt wissen, wo ihr alle wart. Und zwar pronto. Camps und Lifeline immer wieder zwischen hin und her getingelt. Ich möchte erstmal wissen, wo die Leiche ist. Nee, komm, jetzt hier, sag, abfahren. Ich bin Cargo Bay. Annika? Ich bin oben, Meeting Point. Okay. Wo bist du und wo ist die Leiche? Ich bin von Admin gelaufen, weil ich plötzlich 2 Leute im Meeting gesehen habe und die Leiche liegt im Hallway zu Vault, also von Main Hall zu Vault. Weiß nicht, wie das da heißt. Aber da liegt die Leiche. Oh, da muss das ja relativ frisch sein, würde ich sagen. Es muss relativ frisch sein, weil Gixi ist noch aus Admin raus und dahin gelaufen. Also, hat für mich... Also, die ganze Zeit ist jemand Gap Room da rumgetanzt. Ich weiß es nicht genau. Und Gap Room und Meeting sind immer 2 Leute rumgelaufen. Ja, also ich würde am wahrscheinlichsten Annika sagen, wenn ihr 2 mit euren Calls natürlich richtig... Also, Keksi und ich haben uns, glaube ich, abgewechselt im Ja, wir haben uns Meeting. Abgewechselt, tatsächlich. Ich bin runter, sie ist hoch. Ja, also zwischen Gap Room und Meeting haben wir uns abgewechselt, ja. Okay. Ich bin die ganze Zeit vor dir geflohen. Ich habe auch auf den Camps. Ich bin extra weggelaufen von dir, Keksi. Ich bin für Skippen, weil es ist eh nur noch eine Task. Ja, wer hat denn die Task noch? Ja, okay, irgendein Geist sein. Irgendein Geist, bitte die letzte Task machen, weil ich habe ganz doll Angst vor Annika. Danke. Jetzt verstehe ich gar nichts. Du hast jetzt Angst vor Annika. Ich dachte, ihr wart die ganze Zeit in Meeting und so. Nein. Wir haben uns immer nur kurz gecrossed, immer für eine Sekunde. Ja. Ja, und warum hast du jetzt Angst vor ihr? Weil. Ja, weil ich die ganze Zeit Annika aber jetzt hab. Ich check gar nichts mehr, Mann. Keine Sorge. Ich auch nicht. Einfach skippen. Das sagt sie jetzt und dann wird hier irgendwer rausgebotet.
Ja, ich. Du bist mal ganz ruhig, Trixi. Warum? Monster hat Trixi-Vibes. Oh, scheiße. Skip doch einfach. Ja. Los, just do it. Ah, Dachs. Braves Monster, Dachs. Brav. Ja, hat, hat. Komm. Also ich wäre dafür, Annika die Rolle zu geben. Lass sie zu Ende spielen. Dadurch, dass Chris so früh geflogen ist und Shani dann auch, er hat es sich auf jeden Fall verdient. Also, ne? So mache ich ja anfangs, ne? Sie ist einfach meine Leiche vorbei. Die Theorie, dass halt man Imposter finden, ist halt Schwachsinn endlich. Ja. Schade. Was denn keine jetzt? Chance, ja, keine gut, Chance, wenn du so alleine bist und so aber wenig ey, Leute. Annika, stark. Annika, stark gemacht. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnitzeln. Bis dann.